Erste Weltkrieg. Aus der Ortschronik. 1916. Die Schuljugend sammelt Altmetall. Die Kirchenglocken werden eingeschmolzen und als Kriegsmaterial verwendet. 1917. Die Leute haben Hunger. Flurwachen werden aufgestellt. Der Schwarzhandel blüht. Für den 12. Februar 1934 wurde österreichweit der Generalstreik ausgerufen. In Attnang-Puchheim wurde er auch durchgeführt. Der Ort wurde vom Schutzbund besetzt. Österreich wurde zur Diktatur. Am 20. April 1945 wurde Attnang-Puchheim von der US-Luftwaffe angegriffen und das Schicksal nahm seinen Lauf. Aus den Minutenprotokollen der Reichsbahn, OK Wels, April 45, 10.42 Uhr, öffentlicher Alarm. 14.15 Uhr, Entwarnung. 20. April 1945, 0.18 Uhr, Verdunkelungserleichterung aufgehoben. 1.12 Uhr, Verdunkelungserleichterung wieder zugelassen. 7 weeks before the end of the war, I worked at Attnang-Puchheim repairing the heavy bombed railroad station. I have never visited Attnang-Puchheim since, but I read years ago that there was a monument erected at the station to commemorate the prisoners who were killed and died here from starvation.
schon so, dass man eigentlich immer ein imaginärer Camper hier sich eingenistet hat am Rathausplatz und ist einfach besiedelt sozusagen. Das ist aber eine Ikone des Wohnens, also der Campingwagen, ne? Das ist ein Minimalwohnen. Es ist alles da, was man braucht, und es steht auch für Freizeit. Ist auch eine, das Campen als solches, glaube ich, auch nicht mehr so, steht auch für eine gewisse Zeit, für die Nachkriegszeit bis 90er Jahre circa. Also es ist heute, glaube ich, für meinen Begriff ist es nicht mehr so populär. Es steht einfach für Zeiten und Mobilität und Aufbruch eigentlich. Also ist sehr positiv konnotiert, und darum habe ich ein bisschen auf eine Idee auch dazu. Zuerst einmal das passende Modell gefunden und gekauft, dann haben wir mit einem Statiker die Konstruktion unten geplant, dass die auch standhält, und dann war das ein Glücksfall mit dem BFI, dass die da so kooperativ waren und das wirklich mit Freude auch gemacht haben und dann aufgestellt haben, und dann noch mit der Feuerwehr, die auch jetzt die Sicherung beim Aufstieg bereitstellt und die auch den Wagen mit ihrem großen Kran hier raufgehoben haben. Da ist ja, wenn man das Ding benutzt hat, eigentlich schon Teil der Arbeit eigentlich worden. Insofern ist man schon, hinterfragt man sich dann gar nicht mehr so stark, warum ich eigentlich draufgestiegen bin. Nicht? Weil wenn ich draufgestiegen bin, habe ich jetzt eigentlich schon begründet, warum ich die Arbeit gut finde in Wahrheit. Ne? Oder warum ich sie schätze oder warum sich interessiert hat. Und es ist auch, also von hier aus sieht man auch gut raus. Nicht? Und also gerade am Anfang war das auch so ein bisschen so Traffic-Stopper, ne? So Autos einfach so stehen, die sind da raufgeschaut haben und gewunken und so weiter und weitergefahren, weil es einfach so ein kleiner Irritationsmoment auch ist, nicht? Wenn dieses vertraute Ding eigentlich da in der Höhe schwebt und mit der Strickleiter dazu, die auch wieder was Verwegenes ausstrahlt wiederum. Ich finde es auch gut, dass es nicht nur eine Interpretation gibt, sondern mehrere. Das ist für mich auch Qualität, und die will ich auch darum gar nicht zu sehr zerreden, das Ganze, weil einfach, wenn jeder was anderes sieht, ist es umso besser. Wir sind mit einer Idee, die wir eingereicht haben, eingeladen worden, die wir dann nochmal ein wenig verändert haben. Oder? Vor Ort, ja. Vor Ort, genau. Es gibt nur zwei Personen, die das wissen. Vielleicht sind die unsicher, vielleicht denken die, dass sie doch nicht wissen und dass wir das anders machen. Das weiß ich natürlich nicht. Also generell ist es eine Arbeitsweise, die wir normalerweise nicht machen. Also wir schließen uns von der Gesellschaft oder von der Öffentlichkeit aus und bauen ganz in unserem geschlossenen Raum. Und wir sind täglich im Container und schaffen an dem Kunstwerk. Ist natürlich für uns ein bisschen eine Frage, wie partizipativ ist es trotzdem, wenn man die Tür schließt und da drin arbeitet. Ist es trotzdem partizipativ, da die Leute sich fragen, was wird das, und stellen was vor und vielleicht bestimmte Erwartungen oder gar keine haben? Am 3. Juli um 17 Uhr inzwischen ist es offiziell, das war nicht geheim, nur noch nicht festgelegt, gibt es
dann eben die Eröffnung. Die ist eine richtige, liegt bei so einer richtigen Vernissage, hoffentlich mit Bürgermeister und Sekt und so, wie das so ist. Und dann machen wir endlich unsere großen Toge auf. Genau. Dieser Haufen ist das Ergebnis von 11 Tagen körperlich harter Arbeit. Für diesen Haufen verarbeiteten wir eine Sperrholzplatte 2,10 m x 1,50 m mit der Stärke 4 mm, eine Dreischichtplatte 1,50 m x 2 m mit der Stärke 19 mm. Aus unserer Destruktion wurden Konstruktionen am ersten Tag entstanden, 1300 Gramm Sägemehl und eine liegende Davidstatue. Am zweiten Tag entstanden 1295 Gramm Sägemehl und eine kleine Hütte. Am dritten Tag entstanden 1720 Gramm Sägemehl und ein Fernrohr. Am vierten Tag entstanden 2440 Gramm Sägemehl und ein Tunnel zur benachbarten Bank. Am fünften Tag entstanden 825 Gramm Sägemehl, ein Elefant und ein Panzer. Ein Wunsch, der häufig von Passanten an uns gerichtet wurde, war der nach einer nachhaltigen Skulptur, die den Bewohnern Admin Kuchems überlassen und an einem öffentlich zugänglichen Ort mit dem Schoßgarten platziert wird. Was bedeutet nachhaltige Kunst? Bleiben die vielen Vorstellungen, die sich aus den Containergeräuschen entwickelten, in den Köpfen bestehen? Oder erlöschen diese Bilder mit der heutigen Enthüllung? Was bleibt von den 11-Tagen-Festival der Region? Verschwindet es wie das wie des Kaisers neue Kleider? Wir danken allen Admin Kuchheimern, die mit uns dieses Kunstwerk geschaffen haben. Kaspar Wimperli und Susanne Kubenko. Beschäftigt sich eigentlich mit einem Landmark, das man hier in Admin Kuchheim findet. Das ist ein Werbesujet, das 1983 auf die Fassade eines 60er-Jahr-Gebäudes gemalt wurde. Und das hat mich eigentlich lange begleitet bei Zugfahrten. Das ist ein etwas surreales Bild einer Frau, deren Augen man nicht sieht, also das ist so halb abgedeckt, und deren Körper von Fensterscheiben quasi durchbohrt ist. Also ich habe dann recherchiert und bin draufgekommen, dass das Modell dafür Ornella Muti war und die Werbung von De Beers, das ist der größte Diamantenhändler der Welt. Und das war für mich sozusagen reizvoll genug, das quasi als Ausgangspunkt zu verwenden. Zum einen mit dieser Frage des Vorbilds zu arbeiten, aber zum anderen auch mit dieser Maskierung zu spielen, quasi, die man auf diesem Plakat auch findet. Also, und genau das mache ich hier. Also ich habe Hintergründe fotografiert von Admin Kuchheim, also unterschiedliche Motive, die sich ineinander spiegeln und schwarz-weiß, und habe die dann sozusagen als Fotohintergründe verwendet, um Gruppenporträts zu erstellen. Das finde ich aber nicht schlecht. Also wenn es nämlich besser wie so ein Foto und Name, würde es so genau. Ja, okay. Das kannst du eh nicht
natürlich spielt das eine Rolle, wie steht man jetzt, also hat man schon mal sozusagen Fotoaufnahmen von sich gemacht. Es verändert sich aber trotzdem, weil das Bild ja sozusagen diese Gruppenporträts die Gesichter zum Teil verschleiern. Also man sieht sozusagen nie ganze Gesichter, sondern sie sind immer angeschnitten und sind leicht überblendet von diesem Schleier, den ich hergestellt habe. Das heißt, ihr steht auch von der Fußhaltung her in den Kopf nicht gerade nach vorne, aber so auch nicht ganz so, sondern so schräg. So, genau.